Ein Empfang mit Eleganz, doch die Stimmung beim Neujahrsempfang ist etwas getrübt. 2023 war für die Tiroler Industrie herausfordernd und es sieht so aus, als ob sich die Situation im Jahr 2024 vorerst nicht verbessern wird. Also wir gehen in das Jahr 2024 eher mit gedämpften Erwartungen hinein. Wir sehen, dass also die konjunkturellen Rahmenbedingungen für uns auch vor allem als exportorientiertes Unternehmen in vielen Fällen also eher negativ sind. Christoph Swarovski hält zum letzten Mal seine Ansprache als Präsident der Industriellen Vereinigung. Er betont, wie schwierig die aktuelle Zeit für die Tiroler Industrie ist. Endlich eine Lösung, was das Problem, ausreichend Arbeitskräfte am Markt zu finden, das zu lösen. Einerseits hängt auch unmittelbar mit dem Migrationsthema zusammen, muss man ehrlich sagen. Die hohen Steuern sind eine Belastung, wo wir uns positive Initiativen von der Bundesregierung erwarten. Es ist auch bitter nötig, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Thema Energie ist eines, das uns alle belastet, nach wie vor hohe Energiekosten, aber auch belastende Bürokratie. Dieser Meinung ist auch der Präsident der Industriellen Vereinigung, Georg Kniel. Wir brauchen definitiv Entlastungen, Entlastungen von Steuern und Abgaben, Entlastungen von Bürokratie, Entlastungen der Arbeitskosten, damit wir auch wieder Luft haben zum Atmen. Wir brauchen diesen Freiraum, diesen unternehmerischen Freiraum, damit wir uns auch wieder weiter entfalten können. Und all diese Rahmen, die uns massiv einengen, die können aufgemacht. Also so gesehen, glaube ich, wieder mehr Mut zu Unternehmertum, mehr Freiheit, mehr Eigenverantwortung. All das sind ja auch Tugenden und Kriterien, die uns ja als Unternehmerinnen und Unternehmer auszeichnen. Um dem Personalmangel entgegenwirken zu können, müssen Tiroler Unternehmen neue Strategien finden. Wir haben neue Wege beschritten, um hier eine Lösung zu finden. Und wir animieren unsere Mitarbeiter, in ihrer Bekanntschaft dafür zu sorgen, dass wir Leute finden. Und wir suchen gezielt im Ausland, weil wir im Inland nicht genügend Arbeitskräfte finden. Wir haben eigentlich den sehr glücklichen Umstand, dass wir selbst Lehrlinge ausbilden. Also wir bilden schon seit Jahrzehnten Lehrlinge, unsere Facharbeiter selbst aus. Damit haben wir vielleicht einen kleinen Vorteil gegenüber anderen Betrieben, dass wir an Fachkräfte kommen. Das Zweite ist, dass unsere Produkte, Traktoren, vielleicht bei den jungen Lehrlingen sehr gut ankommen, weil sie jeder was vorstellen kann darunter und weil er sieht, was das Ergebnis seiner Arbeit ist. Und deshalb sind wir eigentlich sehr zuversichtlich, aber selbstverständlich trifft uns die demografische Entwicklung auch und wir müssen natürlich unsere Facharbeiter und unsere Mitarbeiter auch mit internationalen Erfahrungen stark darum kämpfen. Aber bisher ist es uns ganz gut gelungen, Facharbeiter für uns zu interessieren. Wir sind über 90 Jahre alte Firma und sind immer in dieser Sparte und in dieser Größe gewesen. Und wir sind, man soll uns arbeiten lassen. Man soll uns nicht wieder zusätzlich Bürden, ob das neue Verordnungen, ob das die Richtlinie und Tod und Teufel. Als Unternehmer ist man sowieso für alles zuständig. Wir machen es gern, ganz ohne Zweifel. Aber arbeiten muss man uns trotzdem lassen und nicht nur am Papier oder im Computer, sondern der Kunde, es ist das Wichtigste, was es gibt für uns. Und der muss zufrieden sein. Und wenn der zufrieden ist mit der Ware, die wir für ihn machen, und mit unserer Einstellung zum Zusammenarbeiten, was will man mehr? Landeshauptmann Anton Mattle blickt optimistisch ins neue Jahr. Den Herausforderungen liegen tatsächlich auch ganz, ganz große Chancen. Und eines vom ganz Wesentlichen, was die Tiroler Landesregierung vom Landtag auch mitgetragen auf den Weg bringt, das ist ganz einfach auch das Arbeiten an der Energieautonomie und an der Energiewende. Das gibt der Tiroler Wirtschaft auch die notwendige Sicherheit und hilft der Tiroler Wirtschaft auch im Sinne von Standortsicherheit und um schlussendlich auch in schwierigen Zeiten überleben zu können.
Wie sich die Wirtschaft in Tirol im Jahr 2024 entwickelt, das wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Der Geschäftsklimaindex lag im dritten Quartal noch auf einem 10-jährigen Tiefpunkt.